Schlecht lebt er ja jetzt auch nicht, ne? So eine bescheidene Hütte mit Blut im Eingang und ein Sitz. Ein zertrümmerter Schemel. Ah ja. So, das war Quest Nummer 1, die ich euch zeigen wollte. Wo wir eigentlich gar nicht viel tun müssen, außer jemanden zu schubsen. Ich hatte das ja so gemacht. Ich hab den gar nicht angesprochen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ihn schubsen zu können. Ich hab die ganze Zeit immer, er stand jetzt hier so, ne, so. Und ich hab halt immer nach vorne bewegt. Und er ist immer zurückgegangen. Und irgendwann hat er dann genau da an der Kante gestanden. Ich hab ihn dann so nach vorne bewegt. Und dann ist es dann um ihn geschehen. Ohne ihn zu schubsen. Und so hab ich das denn gemacht, aber ich meine, jetzt habe ich die richtige Methode gezeigt, wie man es richtig macht. Kommen wir hier nach Bliss. Nämlich hier möchte ich diese komischen Großkopf und wie die heißen, die irgendwie da so zusammengekauert da stehen. Ja, Bliss finde ich sehr unübersichtlich. Sehr, sehr unübersichtlich. Irgendwo hier waren die doch immer. Ich glaube. Ich bin bereit, Herr. Ja, können wir dich mitnehmen? Fürst Cheogorath, eure Aureale sind euch zu Diensten. Gut, die sind nicht für uns. Geht jetzt. Zu Diensten, so wirklich. Ich würde sagen, wir warten mal bis 10 o'clock, um. Dass sie denn da alle wach sind und da rumkreuchen und fleuchen, dass wir sie ansprechen können. Nein, jetzt ist es 11 Uhr, jetzt ist alles vorbei. So. Ja, was gibt's? Morgenzahn, so. Hallo? Achtet nicht auf mich. Ich bin ein wenig müde. Ich kann zu Hause nämlich nicht schlafen. Die Wände, sie sind nicht sicher. Die Wände sind nicht sicher? Wisst ihr es nicht? Ihr wisst es nicht, oder? Na, zum Glück habt ihr mich getroffen. Ihr lauft hier einfach herum, als ob nichts passieren könnte. Warum schlaft ihr nicht? Warum schlaft ihr nicht draußen? Na, das ist mal eine Idee. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Aber wo werde ich schlafen? Ich brauche einen Schlafplatz. Ich habe Leute auf der Straße schlafen sehen, aber sie drücken sich zu nah an die Mauern. Ich brauche einen sicheren Ort. Ich kann nicht einfach irgendwo schlafen. Da sind Statuen und Mauern und alles Mögliche, was auf mich stürzen kann. Ich will das nicht. Nein. Aber wenn ihr einen guten Schlafplatz findet, einen sicheren Platz, draußen, dann belohne ich euch. Draußen schlafen? Macht keine Witze. Es ist ernst. Ich könnte sterben. Wir könnten alle sterben. Bitte helft mir, draußen einen Platz zum Schlafen zu finden, wo die Mauern nicht über mir zusammenstürzen. Wahnsinn. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wo wäre denn so ein Platz? Haben wir da... Nein, wir haben jetzt wirklich Pfeile. Ja. Ach, wir müssen fragen. Ja. Guten Tag, der Herr. Ich habe eine Person, mit der ich geredet habe, die sagte mir, sie würde einen Platz zum Schlafen draußen suchen. Wüssten Sie da vielleicht einen Ort? Das ist eine weitere Methode, mit der Sie versuchen, mich anders im Kopf zu machen. Habe ich recht? Lassen mich draußen schlafen und so. Ich gehöre einfach nicht hierher. Für ein warmes Bett würde ich alles tun. Bald werde ich von hier fortgehen. Sobald ich weiß, wie ich abhauen kann, ohne dass Sie es bemerken. Bett tauschen? Warum sollte er in einfachem Bettzeug schlafen wollen und mir sein Bett geben? Klingt bescheuert. Ich wette, das ist so ein Trick, um mich wieder zu verwirren. Plätze tauschen, ein Bett unter Dach und Fach gegen Bettzeug unter freiem Himmel? Hm. Ja, sicher. Ich glaube euch nicht. Bett tauschen nochmal? Warum sollte er in ein... Ja. Auf Wiedersehen. Du bist ein oder Schnacker. So, ich habe... Oh, wer bist du denn? Ach, du bist diese Jongleurin. Bist... Nein. Wie? Weh. Da bist du ja. Habt ihr draußen einen sicheren Schlafplatz für mich gefunden? Nö. Wir müssen, glaube ich, irgendwie... Wiedersehen. Treue Herzen bei ihm sammeln. Sprecht, war... Nämlich so... Geht nur. Bestechen.
Dafür bekommt ihr etwas. Naja, das klingt suspekt. Aber ich hoffe, ich kann euch trauen. Ich werde das noch bereuen, aber... egal. Sicher, gut. Ich habe es satt, draußen zu schlafen. Sagt ihm, er kann in meinem Bett schlafen und ich in seinem. Aber wenn das so einfach ist, dass sie fast nebeneinander stehen und nicht miteinander reden, dass ich hier der Mittelmann sein muss, also nee. Habt ihr draußen einen sicheren Schlafplatz für mich gefunden? Ja, draußen schlafen. Habt ihr einen Schlafplatz für mich gefunden? Draußen unter den Sternen, die zu klein sind, um auf mich zu fallen und mir weh zu tun? Sehr gut, sehr gut. Erzählt mir mehr. Wuff, tauscht den Schlafplatz mit Ungor. Wirklich? Und das ist ein sicherer Platz? Nicht am Fuß einer hohen Wand? Das ist eine großartige Idee, das klingt perfekt. Na, ich nehme an, wenn er keine Angst davor hat, dass die Mauern über ihm zusammenstürzen, dann macht es ihm auch nichts aus, wenn sie es tatsächlich tun. Man kann nicht alle retten, oder? Und was ist mit meiner Belohnung? Oh ja, entschuldigt, aber was kann ich euch geben? Oh, hier, nehmt diese Schriftrolle. Ich wollte sie verwenden, falls die Mauern über mir zusammenbrechen und ich verschüttet würde. Aber ich brauche sie nicht mehr. Aha, was krieg ich denn? Denkt dran, immer Ausbruch der Macht hinzugefügt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Festigt Stärke, festigt Konstitution und Schild. Dunderwetter. Ja. Die Quest ist auch beendet. Haben wir noch so ein bisschen was rumfleuchen? Wer bist du denn? Oriental, Assassine im Ruhestand. Jetzt lebe ich hier. Bin übrigens der einzige Rotwardone hier. Interessante Tatsache, nicht wahr? Ich liebe Tatsachen. Der sieht aus wie ein Frosch. Und jetzt sieht er aus, als wenn er pressen müsste. Passt auf euch auf. Ja. Wer bist du? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Eure Worte in seine Ohren. Gerüchte. Fimion weg. Auf Wiedersehen. Kürbis suchen gehen. Ach, ist das der, der komisch redet? Ja. Gerüchte. Ich habe gehört, dass Tove der Rastlose wieder an etwas baut. Irgendwie gibt es hier einen Verrückten. In Tegeln, meine ich. Geht es da nach Tegeln? Nee. Aber es ist ein Umweg nach Tegeln. Auf jeden Fall gibt es in Tegeln irgendwo einen Verrückten, der nur komisch spricht. Also der keine klaren Sätze finden kann. Den werde ich euch nochmal zeigen. Seid gegüßt. Seid gegüßt. Achso, du bist die Sko-Oma-Hexe. Und wer bist du? Wollt ihr einen Stock kaufen? Ich habe hier ganz frische. Nein? Was kann ich dann für euch tun? Brischer der Kajüt. Er liebt Hunde. Hunde mögen Stöcke. Hunde mögen Fleisch. Ob sie wohl Fleisch am Stock mögen? Ich habe einmal gesehen, wie Uschna versucht hat, Bisha etwas Hundefutter zu geben. Ich sagte Bisha, sie soll es nicht nehmen. Uschna wollte nur, dass sein Hund Bisha angreift. Bishur? Earil hat ein großes Problem mit Brittauer. Brittauer. Ich weiß nicht genau, worum es dabei geht, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Earil einen großen Wirbel darum macht. Earil besitzt in der Stadt einen Zauberladen mit dem Namen Earils Mysterien. Wenn ihr mehr wissen wollt, schlage ich vor, dass er ihn selbst fragt. Wiedersehen. Ich habe jetzt nicht zugehört. Was hat er gesagt? War das jetzt wichtig? Ich habe gehört, dass Earil Ärger mit Brischur hat und will, dass jemand etwas dagegen unternimmt. Ich sollte hingehen und mit ihm darüber reden. Ja, warum nicht? Ich meine, wir sind ja der Prinz. So, ich möchte bitte alles in diesem Laden und sonst haben. Ich bin schließlich der Prinz. Stramme Arme, ein starker Rücken. Ja, ihr würdet ausgezeichnet passen. Zu schade. Die Zeit wird euch verheeren, euch vernichten, euch welken lassen. Doch es gibt Alternativen. Die Zeit muss euch nicht bremsen. Habt ihr wohl schon einmal daran gedacht, euch auszustellen? Zur Schau gestellt? Oh ja. Seht ihr, ich bin ein Student der Chronomantie, der Magie der Zeitveränderung. Mit Magie werde ich euren Herzschlag verlangsamen, eure Atmung, eure Bewegungen und eure Gedanken, bis sie so gut wie gar nicht mehr funktionieren. Dadurch werdet ihr perfekt erhalten.
Aus der Zeit herausgenommen. Für immer wunderschön. Ich werde euch mit dem Rest meiner Sammlung ausstellen. Nein, danke. Oh, wie schade. Nun denn, was kann ich für euch tun? Und beeilt euch, jede Sekunde, die vergeht, bringt uns dem Grab näher. Bretour, was weißt du über ihn? Dieser Rüpel? Ja, er ist mir ein Dorn im Auge, der anscheinend niemals verschwindet. Ich würde mir sein Herz auf einem Silbertablett servieren lassen, wenn ich könnte. Ich wünschte, er würde einfach für immer aus den Straßen von Neu-Sheot verschwinden. Schaut her, nur davon, dass wir über ihn reden, habe ich schon wieder ein graues Haar bekommen. Warum?